Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir sind hier auf dem Schiff noch vor Calador und wollen jetzt nach Kila reisen. Ja. Das Geisterritual auf nach Kila. Genau. Ja. Das wird dort stattfinden. Kila. Und dann wird endlich unser Verlorener seinen Geist zurückkriegen. Und zwar vollständig, meine ich. Er wird ihn vervollständigen. So. Na, dann nix wie hin. Mal hoffentlich. Jedenfalls. Wir stechen in See. Mal sehen, ob uns wieder irgendjemand unterwegs begrüßt. Das sagt uns ja bei uns eigentlich auch immer, oder? Wir sind da. Ach, du verlässt Takarigua. Wir waren auf Takarigua, klar. Mann befreit, den Papa, den ehemaligen Papa von unserem kleinen Papagei. Hallo, Polly. Kapitän, großer Held. Gut, Polly. Polly, wir sind jetzt Pollys Papa. Genau. Komm mit. Komm mit. Der neue Papa. Sicher. So. Wie schön, dass wir hier einen Teleporter haben. Ja, deswegen gab es ihn ja wohl auch, ne? So. Tja. Irgendwie bin ich ja gespannt. Irgendwo hier lang. Da stehen sie schon. Hallo, Eldrick. Wir sind fast soweit, mein Freund. Nun werden wir das Ritual beginnen. Bist du bereit? Nein, aber fang schon mal an. Ich habe eh keine andere Wahl. Das wird schon, mein Junge. Stell dich in die Mitte. Gleich ist es soweit. Wir haben uns heute zusammengefunden, um den Geist dieses bemitleidenswerten Geschöpfes. Jetzt mach schon. Gut, du hast schon zu lange gewartet. Lass uns mit der Zeremonie beginnen. Halt still, mein Freund. Nequi mortar delirum ignaro elagon. Wir rufen dich, Geist. Höre unseren Ruf. Ignaro Elagon. Ignaro Elagon. Hä? Endlich ist es soweit. Nur allzu lange warte ich schon auf diesen Moment. Nur durch deine Hilfe konnte ich nun die mächtigsten Zauberer auf einem Haufen erwischen. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Wer zur Hölle bist du? Mein Name ist Nikolot. Ich bin der, der dich begleitet. Und das schon seit langer Zeit. Ich war da an dem Tag, an dem dein Leben entschwand. Ich werde da sein, wenn es sich wieder mit dir vereint. Passt mir aber jetzt gar nicht. Was soll das? Ich habe hier gerade etwas Wichtiges zu erledigen. Ja, richtig. Du hast mir hier einen großen Dienst erwiesen. Was redest du da? Du hast geschafft, was sonst keiner geschafft hätte. Du hast die größten drei Zauberer der Südsee an diesen Ort gebracht. Jetzt musste ich sie nur noch pflücken, wie eine reife Frucht. Beachtliche Leistung. Wenn man bedenkt, dass du eigentlich nur noch eine leere Hülle bist. Willst du mir damit sagen, dass hier war alles nur eine Finte? Sieht so aus. Alles ist so gekommen, wie ich es vorausgesehen habe. Aber das Ritual? Alles nur, um mich von meinen Fesseln zu befreien und um mich hierher zu bringen. Eldrick hat... Ich habe die alten Schriften und den Ritualzauber manipuliert. Ich habe deinen Geist genommen und dich auf deine Mission geschickt. Ich
habe einen Spitzel in deine Crew eingeschleust, der dich und die drei Zauberer hierher brachte. Mit ihrer Hilfe werdet ihr alle schon bald Zeugen meiner großen Manifestation sein. Dann werde ich mir holen, was mir gebührt. Damit wirst du nicht durchkommen. Das bin ich doch schon. Niemand wird mich mehr aufhalten. Auch du nicht. Besser für dich, wenn du es möglichst schnell begreifst. Verlorener. Nein! Shit, aber auch. So ein Schweinehund. Marolot, hat ihr es nicht kommen sehen, Alikolo? Na, natürlich nicht, wie auch. Nee, die hatte nicht mal den Schattenlord erkannt. Ja. Der bei ihr gewohnt hat. Ja, und jetzt? Ach, letzte Kapitel. Kapitel 4. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe zwar von Necrolot gehört, aber gesehen habe ich das noch nicht. Und was machst du jetzt? Tja. Was steht denn jetzt in deinem Loch? Erstmal ein dummes Gesicht, hä? Wo ist denn eigentlich? Bones war ja auch da. Kann man den mal fragen. Hallo, Bones. Tja, Boss. Ist umgelaufen, aber hey, es hätte schlimmer kommen können. Also Bones. Ach ja? Immerhin lebst du noch. Bist du der Verräter in meiner Crew? Hast du diesem Dämon Necrolot zugespielt? Nein, aber ich habe einen Verdacht, wer es war. Wer? Ich habe Horas des Öfteren nachts heimlich von Bord schleichen sehen. Er war manchmal stundenlang weg und kam danach ziemlich fertig wieder zurück. Außerdem habe ich in Erfahrung gebracht, dass er auf allen Inseln, die wir bereist haben, schon früher mal gewesen ist. Auch auf Kalador. Ich möchte wetten, Horas hat den Zauber Necroimmortar dort platziert, wo du ihn gefunden hast. Ja, und warum hast du nichts erzählt? Ja, gut, dann weiß ich ja, was jetzt zu tun ist. Wenn du Horas erwischen willst, musst du dich beeilen. Er ist nicht mehr an Bord des Schiffes? Nach der Ritualgeschichte? Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich möchte wetten, dass er schon wieder auf dem Weg nach Taranis ist. Wie kommst du darauf? Ich habe ein Gespräch an Deck belauscht, wo er über den Reaktor der Magier sprach. Er hat irgendwas damit vor. Und was? Ich fürchte, er will ihn sabotieren oder anzapfen oder... Was weiß ich, ich bin kein Experte. Wir sollten uns einfach beeilen und General Magnus warnen. Eine Sache wäre dann noch... Was denn? Was denn? Bevor wir zu Magnus gehen, solltest du noch einmal mit Hiruto sprechen. Ich habe gehört, wie die Kila über dich gesprochen haben. Ich glaube, sie erachten dich als würdig, den Rang eines Voodoo-Schamanen zu tragen. Wow. Hast du das verdient? Bist du auf das Ding hier reingeschrieben? Wer oder was zur Hölle ist dieser Necrolot? Ein Dämon aus dem Schattenreich. Vielleicht sogar ein Titanenlord. Wenn er die ganze Sache hier geplant hat, ist er äußerst gefährlich. Er hat meinen Geist. Nicht nur den. Er hat das ganze verdammte Schattenreich auf die Menschheit gehetzt. Der Geist von Captain Crow steht mit Sicherheit ebenfalls unter seiner Fuchtel. Was können wir tun? Die einzige Spur, die wir zu Necrolot haben, ist Horas. Wir müssen diesen miesen Verräter erwischen und ausquetschen. Dann wissen wir mehr. Komm mit. Na gut, dann komm mit. Komm mit. Klar. Wir sind erstmal zu Hiruto. Ja, aber vorher gehe ich noch zu den Piratens. Warum? Und seh zu, ob ich mir zwei Kristalle kaufen kann. Was meinst du, die haben Kristalle? Harry hatte doch immer Kristalle in rauen Mengen. War das nicht so? Na, ich weiß es nicht. Und das war ja jetzt irgendwie, hä? Ich meine, es war klar, das ist ja noch nicht zu Ende, das Spiel, aber dass er sich gleich die ganzen Zauberer jetzt geschnappt hat, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Wo laufe ich? So. Du läufst schon einigermaßen richtig. Man, du gehst ganz gerne Umwege. Also. Ja. So eilig haben wir es ja auch nicht. Die laufen nicht weg. Die laufen nicht weg.
Harry, wo bist du? Ja, also Horas habe ich irgendwie nie richtig getraut. Die sitzen doch immer hier am Strand. Ja. Das gefällt mir. Könnte ich auch. Ja, könnte ich auch. Was kannst du verkaufen? Guck mal doch. Du hast ihn ja ganz schön viel verkauft. Ja. Bunte Hose braucht man nicht. Nee. Hier wird's, glaube ich, interessant. Machen jetzt keine Modenschau. Ja. Oh ja. Zwei Stück. Du hast ihn die alle verkauft, brauchen. Oder? Du brauchst dich hier irgendwas in den zwei Wolle zu haben. Mann. Ach, man, nimm doch ein paar mehr. Mein Gott. Ey, das ist ein Knicker-Typ. Nein. Echt? Wirklich. Okay. Schlimm. So. Du wolltest doch irgendwas schnell an. Mal an Bord. Und Alchemie betreiben, oder? Ja. Was sollst du denn machen? Sowieso. Kannst du mal speichern? Hast du mal gespeichert? Nö. Das wäre nicht normal erleben. Ich fand schon deprimierend genug. So, Horas so. Hatte ich immer schon irgendwo nicht getraut, weil ja die Krone zeitlang auch so gegen dich eingestellt war. Da dachte ich mir, dass er irgendwie aufstachelt und irgendwie. Aber Bones ist auch eine Pfeife. Warum sagt denn der nichts? Ja, keine Ahnung. So, hier haben wir keine Jägerwurzel. Hier. Brauchen wir zwei Tränke der Abwehr. Magie, Abwehr. Zwei Stück, bitteschön. So. Jawohl. Seelentrank. Brauchen wir zwei Tränke der Magie. Zwei Stück. Passt. Mehr können wir sowieso nicht. Mehr hast du nicht gekauft. Oh, ist doch in Ordnung. 000. Alles verbraucht. Schwertdorn, Trank der Klingen. Können wir noch Trank der Klingen machen? Weiß ich nicht. Was brauchst du denn dafür? Trank der Klingen. Haben wir kein Klingenblatt, können wir nicht machen. Nee. Könnte man natürlich kaufen, ziemlich sicher. Oder? Ich glaube schon, das will ich auch kaufen. Oh. Nö, der Rest ist okay. Gut. Dann werden wir schnell mal trinken. Trinken? Sind ja sie, so schnell waren die jetzt fertig. Jo. Verbrauchsgegenstände natürlich nicht. Nahkampf habe ich gerade eben gesehen. Das ist ein Verbrauchsgegenstand. Ja. Ich habe gerade was mit Härte zum Beispiel. Den können wir trinken. Ja. Verbrauchsgegenstand, hat man nicht. Ja. Nee, das sind jetzt alles nur mal die, die Schnäpse. Na gut. Gut. Wie siehst du jetzt aus von den Attributen her? Ja. Magie haben wir 90, Geist haben wir 95. Das müsste ja wohl reichen. Ja. Ansonsten, Einfluss könntest du noch steigern. Ich weiß jetzt nicht, was du da noch brauchst. Musst halt gucken. Müssen wir sehen. Müssen wir dann in dem Augenblick gucken, ja. Mhm. Na gut, es hat ja auch keinen Sinn jetzt hier irgendwie sich schrecklich zu beeilen. Die warten ja zum Glück alle auf uns. Ja. Mann, Horas ist doch eine Mistmade. Aber wie gesagt, ich habe es mir gedacht, weil irgendwo haben wir ja versucht, den Verdacht so ein bisschen auf den Jake zu lenken, dass da irgendwas Komisches war. Ja. Und das war zu offensichtlich. Das konnte nur jemand wie Horas sein, war Sadek natürlich nicht. Jaffa aber Bones ist auch eine Edward Pfeife, auch. Ja. Bones ist sagt so nicht. Nix. Ja. Hiruto. Bin ich bereit, befördert zu werden? Shi, Hoshi der Kieler. Hirutos Pläne für dich haben sich in deinem Kopf breit gemacht, bevor ich sie dir sagen konnte. Ja, dein Wissen und Können sind stark genug, dass du bereit bist, dich als Voodoo-Schamane bezeichnen zu dürfen.
Trage dein Wissen weiterhin mit Vorsicht und nutze es gewissenhaft. Bist du umgezogen, oder? Ja, du hast sie wieder umgezogen. Jetzt habe ich schon wieder eine neue Rüstung. Jetzt guck mal die Rüstung mal an, ja. Guck mal doch mal. Ausrüstung. Dachte ich. Körper. Voodoo-Meister Kluft. Die ist immer noch besser. Ja, um 5, was Magiesicher angeht. Magiesicher hat sie 5. Na gut, aber wenn man die nicht findet, dann kann man die ja nehmen. Die ist nicht schlecht. Ja, die da freut ist, man das sich. Ist die alte. Hm. Egal, behalten wir die. Haben wir hier bei den anderen Sachen noch was Neues? Hast du deine Mütze noch auf? Nicht. Warum habe ich keine Mütze auf? Das geht ja nur wirklich nicht. Eben. Man muss doch immer wieder nachgucken, ja? Na, da hat sich, glaube ich, nichts getan. Da hat sich nichts getan. Die Lederhose nach wie vor. Und die Panzerstiefel auch nach wie vor. Na gut. Ja, es sind ja besser, haben wir festgestellt. Gut. Na ja, besser nicht, die sehen besser aus, haben wir festgestellt. Oder die fallen uns besser. Gut. Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. Ich möchte die Voodoo-Magie besser beherrschen. Dein Voodoo ist stark geworden, Hoshi der Kieler. Jetzt gilt es, dein Voodoo zu verfeinern. Aber stärker kann es nicht mehr werden. Nein. Ich möchte meine Zauber schneller wieder einsetzen können. Hoshi der Kieler, du gehörst jetzt zu den stärksten Meistermagiern, die ich kennengelernt habe. Zu einem größeren Meister kann ich dich nicht machen. Oh, reicht doch. Ja, das ist gut. Ich habe nicht genug Gold. Nee. Ist ja übel. Lass uns handeln, kannst du sagen. Lass uns handeln. Ach, was haben wir denn? Gehen wir mal auf Plunder. Wir könnten ja das Meisterschwert wieder zurückholen. Augen brauchen wir nicht. Ach, Quatsch, abbrechen. Ich will doch verkaufen und nicht kaufen. Ich habe mich schon gewundert. Was sind diese uralte Degen überhaupt? Das hat mich immer, ist egal, Plunder. Gut. Der uralte Degen taugt nichts. Ja, den kann man dann doch verkaufen. Hier. Taugt nichts. Der kann weg. Gut. Aber hier wollte ich mich nicht so lange durchquälen. Ist klar. Kugelnschrot, Schattenwaffen. Weg. Und du hast wirklich nicht mehr viel Gold. Also wirklich. Eisenerz, Golderz. Wir brauchen das Zeug nicht mehr. Nee, wir machen keine Sprüche. Perlen. Weg. Ich benutze sowieso die Sprüche, die gemachten Sprüche, so gut wie nie. Und Waffen brauchen wir auch keine mehr schmieden. Weg. Weg. Später kaufen wir sie wieder zurück. Ja, wir müssen aber nicht so viel zurückkaufen. Schnucki. Wie viel Geld brauchst du? Nö. Nee, Jadestein nicht. Da weiß man nie genau. Ja. Aber wie viel Geld brauchst du denn? Was wirst du überhaupt noch machen? Ich habe wieder 5.700, das reicht. Ja. So. Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. Gut, Kampfmagier will ich natürlich auf jeden Fall. Zusätzliche Attacken. Ich habe nicht genug Gold. Hä? Du hast dich bestätigt. Oh nee. Er passiert immer wieder bei dir. Nee. Was ist das? Lass uns handeln. Ah, nee. Mann. Nee, nicht bei ihr. Ja, verkaufen. Ich hab's gerade gemerkt. Plunder jetzt, aber. Nein, glaubst aber, die Schattenwaffen haben wir angefangen. Mann, ich vergesse immer da unten drauf zu klicken. Ich glaube, der fragt sogar, ob du den Handel abschließen willst. Nö, hätte ich gemerkt. Das glaube ich nicht. Du brauchst immer, glaube ich, nur 4.000 oder so. So, jetzt kannst du ja den Handel abschließen. Abschließen. Akzeptieren. Ist doch egal, ob Abschließung für überhaupt eine. Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Mann, oh Mann, oh Mann. Ist der doof.
Ich möchte raffinierter zaubern können. Der Trick ist es, den Fokus, den dein Selbst auf das Wirken der Zauber legt, mit deinen Bewegungen zu verbinden, Hoshi. Wenn du dich mehr bewegst beim Zaubern, sollte es besser klappen. Probiere es direkt mal aus. Na gut. Was war das? Nö, brauchen wir nicht. Okay, gut. Danke. Wenn wir mal was verkaufen müssen, ist ja auch nicht so gut. Also, wir haben ja noch genug Gold. Ja, so eigentlich können wir gar nicht mehr viel machen. Nö, im Grunde müssen wir jetzt hinter Schiff Horas her. Und ne? Hinter Horas her, würde ich sagen. Wir gehen sagen. Jetzt zurück aufs Schiff. Tja, Horas. Wie gesagt, ich bin nicht weiter überrascht. Es musste ja jemand an Bord gehen. Und es konnte eigentlich nur Horas sein. Ja. Für Stechen. Nach Taranis. Ja. Und dann, wenn wir da angekommen sind, dann hören wir erstmal auf. Jo. Dann gehen wir gleich zu Magnus in der nächsten Folge, oder? Das meinte ja Bones, sollten wir tun. Ja, wir sollten Magnus warnen, genau. Dass Horas was vorhat. Okay. Na gut, bis zum nächsten Mal dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.